Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2. Im letzten Part haben wir Claire gefunden. Die alle... Claire, genau, wir haben Claire gefunden und die ist allerdings gekidnappt worden von Chief Irons. Deswegen sind wir jetzt hier mit Sherry gerade unterwegs. Sherry wurde entführt von Chief Irons. Hallo. Und jetzt sind wir auf der Suche nach der Schlüsselkarte. Oh. Die Tür war aber bei Leon nicht offen. Der Run von Claire, der zweite, unterscheidet sich schon ins Extrem von dem von Leon. Ist da der Autoschlüssel drin? Ist da gleich der Autoschlüssel drin? Das wäre cool. Yes! Eine Nachricht von Mr. Raccoon! So, hier können wir nicht rein. So, hier liegt doch noch irgendwo was. Danke, ich gehe schon wieder. Bitte bleiben Sie liegen, es ist alles in Ordnung. Alles in bester Ordnung. Okay, das war der Wagen hier, glaube ich, oder? Ich glaube, der war's. Yes! So, was haben wir hier drin? Was ist denn? Ist das ein Magnum? JMB HP3. Das ist eine 9mm Pistole. Mit 13 Schuss. Die erste Pistole mit zweireihigem Magazin. Ihre Feuerkraft galt damals als bahnbrechend. Das bin ich übrigens auch, wenn ich mit der Bahn fahre und vorher 3 Kisten Bier getrunken habe. Dann bin ich auch bahnbrechend. Das ist okay. Wir haben eine neue Waffe. Und eine 9mm. Das bedeutet, die braucht normale Pistolenmunition. Und keine großkalibrige in den Zwinger will ich nicht. Aus Gründen. Ich nehme mal an, ich kann hier nicht lang. Ja, da ist oben rot. Kann man da reinschauen? Oh, hier steht ein Sofa. Okay. Ich muss in den Zwinger. Ich muss in den Zwinger. Kann man das Z nicht einfach durch einen S, ersetzen? Nein, 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 nein. Alter, da ist noch einer. Was ist schlimmer als ein Zwinger? Ein Zwinger, in dem Licker sind. Okay. Okay. Autopsiebericht. Kennen wir. Den Autopsiebericht kennen wir. So, mach mal auf da. Einmal so halten. Mehr geht nicht. Mach mal auf da. Ah!
Wir halt aufstehen. Sehr schön. So, das Problem ist, ich muss die Zombies ausschalten. Weil die Zombies sind halt zu schnell dafür, dass ich einfach nur gemütlich spazieren gehe. Und wenn dann die Zombies mich verfolgen, ist es schwierig, in demselben Raum mit Lickern zu sein. Stopf dir das geile Zeug ins Maul! Lad mal nach. Ich hoffe, die bleiben jetzt tot. Der Zappelschorsch. Da liegt nichts. Okay, Zappelschorsch darf wieder rein. Oder nennen wir ihn liebevoll Schüttelschorsch. Zappelschorsch klingt besser. Ein Zapplerang! Jetzt haben wir's! Wusste ich's doch! Pokémon spielt in derselben Welt wie Resident Evil. Wir haben hier einen Zapplerang. Da liegt eine Granate und du bleibst liegen. Die einzige Granate bin immer noch ich. Also im Sinne von Claire. Geh mal wieder rein da. Zählt das, was ich hier mache, eigentlich als Leichenschändung? Ich mach mal wieder zu. Oh, ein rotes Kräutchen. Was haben wir hier alles? Okay. So, diese Winde habe ich ja nicht. Aber ich habe jetzt den Karo-Schlüssel. So, alles ist nachgeladen. Wenigstens soweit es geht. So. Okay. Mutig sein! Alter. Hält dir mir gerade sein Arschloch entgegen? Oh Gott, an dem komme ich doch nicht vorbei. An dem komme ich nicht vorbei. Fuck. Kann der da irgendwo... Kann der da weggehen? Oh Gott. Oh Gott. Warte mal, ich habe eine Idee. Vielleicht funktioniert es. So? So. Jetzt nichts tun, damit er mich ja nicht hört. Ist der da jetzt weggegangen? Schauen wir mal. Nicht, dass der jetzt aber irgendwie gleich direkt hinter der Tür steht.
Er steht immer noch gleich. Er steht immer noch gleich. Bin weg. Ich will nicht wissen, ob die das jetzt überlebt haben oder nicht. Alter, als ob. Alter, ich möchte mal kurz sagen, Gott segne die Säuregranaten. Fuck, sind die gut. Ach, komm schon. Wo bin ich denn jetzt? Oh nein, ich bin da wieder lang gegangen. Gott! Oh nein, Leute, ich hab doch keinen Bock mehr. Das ist doch in so sämtlichen Punkten unfair. Nein. Na komm! Ja komm, Mama hat was für dich. Mama hat was für dich. Oh yeah, Splash hat's gemacht. Okay. Jetzt ist aber die Frage. Hier komme ich jetzt nicht weiter. Die Kurbel habe ich nicht. Wo geht's denn jetzt weiter? Ich müsste wieder zurück ins Polizeirevier, aber wie denn? Da habe ich den Karo-Schlüssel gebraucht. Ach so. Alles klar. Alles klärchen. So. Gott, ich brauche mehr Säuregranaten. Blaues Kraut, das wurde auch Zeit, dass wir das mal wieder finden. Schulterschaft für die GM79. Was ist die GM79? Ach, das ist der Granatwerfer. Oh ja, da ist das Zielen wesentlich angenehmer dadurch. Aber jetzt braucht er halt auch zwei Plätze. Ah, hat er was zum Essen gehabt. Hochwertiges Schießpulver, das ist gut. Dann kann ich das nämlich kombinieren hiermit. Und MP-Munition. Ach, damit bekommt man ja MP-Munition. Genau, ich erinnere mich. Ah, da bekommt man ja keine Säuregranaten mit. Damit bekommt man MP-Munition. Säuregranaten waren normales Schießpulver und hochwertiges. So. Drück mal den Knopf.
Und hoch da. Und da komme ich jetzt ins Büro von dem. Man kommt über den Außenbereich zu ihm. Das ist interessant. Kombinieren hiermit. Kombinieren hiermit. Okay. Ich höre doch was. Ich höre doch was. Ey, wie schaut's denn bei dem aus? Alter, das ist stylisch. Oh, ist das ein Safe Room? Oh. E-Mails an Chief Irons. Polizeichef Irons. Für Ihre unerschütterliche Unterstützung habe ich Ihnen einen kleinen Betrag überwiesen. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass Sie Ihre Untergebenen weiterhin überwachen, insbesondere die Überlebenden der Villa. Beseitigen Sie sie, falls nötig. WB William Birkin. Polizeichef Irons, ich habe Ärger mit dem Umbrella-Hauptquartier. Die Anzugträger wollen die Früchte meiner Forschungsarbeit einheimsen. Ich habe aber keine Sorge, der Sturm wird schon bald vorbei sein. Machen Sie nur weiter, was ich Ihnen sage, dann wird schon alles glatt gehen. Polizeichef Irons, Sie müssen das Wachpersonal meines Labors verstärken. Ihre Handlanger sollen auf alle Verdächtigen schießen, egal ob sie getötet werden, selbst wenn es Umbrella-Mitarbeiter sind. Ich stehe kurz vor der Vollendung von G und ich will nicht, dass irgendein Arsch dazwischenfunkt. Polizeichef Irons, erledigen Sie Ihren verdammten Job! Ich habe gesagt, dass ich mehr Wachpersonal brauche. Ist Ihnen nicht klar, wie wichtig das ist? Was das Finanzielle betrifft, so kann ich alles bezahlen, wenn ich erst die Macht habe, vorher nicht. Kapiert? Sie sind nicht unersetzbar. Anscheinend gab es Probleme mit den zwei. Und Irons ist halt die Definition von korrupt. Allen Anschein nach. So, da brauche ich den Herzschlüssel. Gibt es hier nicht noch irgendwas? Irgendwelche Items? Komisch eigentlich. Legen wir mal ab, dann nehme ich die Brandgranaten wieder mit. Die normale Pistolenmuni. Zack. Dann können die wieder abgelegt werden. Dann kann das abgelegt werden. Dann kann die da hoch. Du kannst da dazu. Den Film will ich noch entwickeln lassen. Den kann ich aber ablegen, weil bei, wo ich ihn entwickeln lasse, ist eine Kiste. Du kannst auch abgelegt werden. Ich habe nicht zufälligerweise ein normales Erste-Hilfe-Spray, oder? Nein, aber dann nehme ich lieber einen Grün-Rot-Mix mit, statt einen Grün-Rot-Blau. Den hebe ich mir immer lieber für den Schluss auf, muss ich sagen. Oh, schau mal, ich habe da nochmal Grün und nochmal Rot. Kombinieren, kombinieren. Ich nehme jetzt mal zwei Heil-Items mit. Dann einmal so. Dann nehmen wir die mal mit, damit wir die mal nachladen können. Sehr schön. Verstauen, verstauen. Okay. Alter, ich habe kaum Munition, fällt mir gerade auf. Die Holzbretter nehmen wir mal mit. Soll ich die MP mitnehmen? Ich habe halt echt nicht viel Munition. Ich nehme mal noch die hier mit. Ich meine, 5 Schuss haben oder nicht haben. Es ist eine Ansage, würde ich jetzt mal meinen. Können wir da lang? Ja. Ach, das gehört noch zu seinem Zimmer dazu. Nein, das gehört nicht zu seinem Zimmer dazu.
Da muss. Ah, da liegt noch was. Oh, MP-Munition. Sehr geil. Dann könnte ich jetzt eigentlich doch die MP mal mitnehmen. Ja, dann nehme ich jetzt die MP mal mit. Wir haben jetzt so viel MP-Munition, das ist geil. Auch wenn ich sagen muss, dass es ja eigentlich nicht viel ist, was wir da haben, weil, ja, ihr wisst es, MP-Munition halt. Dann kann ich es mir aber nur noch leisten, ein einziges Heil-Item mitzunehmen, wegen am Platz. So. So. Und dann passt das. Alles nachladen. Okay. Oh, was liegt hier? Tierpräparationstagebuch. Weißwedelhirsch, männlich, circa 6 Jahre alt. Fangort Arkley-Berge, Länge 1,85, Gewicht 160 Kilo, also ungefähr so viel wie mein Glied. Ist zwar gut geworden, aber ich bin diese mickrigen Viecher langsam leid. Vielleicht sollte ich mich mal anspruchsvolleren Tieren zuwenden. Sibirischer Tiger, Männchen, circa 4 Jahre alt. Fangort Region Chabarovsk. Länge 2,89 Meter. Sind die so groß? Echt jetzt? Sind Tiger so groß? Gewicht fast 240 Kilo. Bin fast gekommen. Bin fast gekommen, als ich ihm den gelben Bauch aufgeschlitzt habe und seine dampfenden Eingeweide herausquollen. Ich rieche immer noch nach Raubtier. Das ist das wahre Leben. Alter, der ist so widerlich. Schwein, Weibchen, 22 Jahre alt, hat er gefickt. Fangort, Raccoon City, Länge 1,60, Gewicht 50 Kilo. Der Körper dieses Exemplars ist weich, schön, komplett weiß. Und er gehört mir für immer. Alter, der ist widerlich. Alter. Alter. Ich bin ein riesiger Tiger-Fan. Bin insgesamt ein Fan von Raubtieren. Was haben wir hier? Hochwertiges Schießpulver. Sehr geil. Das bedeutet nämlich, dass wir uns... Alter, ein Bär. Das bedeutet, dass wir uns Säuregranaten machen können. Ein Relief. Ist das der Herdschlüssel? Das ist der Herdschlüssel! Ich wollte es gerade sagen, der Kopf, der sieht doch aus wie so ein Herz. Das ist doch der Herdschlüssel. Ich habe den noch nicht untersucht, merke ich gerade. Oh. Also er hat aber schon eine coole Sammlung. Das muss man ihm verlassen. Okay, da komme ich noch nicht rein. Was hat der denn da drin? Ein Hut. Ist ein Ausweis. Da ist ein Ausweis drin. Okay, dann haben wir den jetzt auch. Dann haben wir jetzt auch den Herzschlüssel. Oh, das ist sehr gut. Dann können wir nämlich hier lang. Das würde aber bedeuten, dass Blackie wieder Jagd auf uns macht. Warte mal, zack. Säuregranaten. 3 Schuss bekommen wir dafür, das ist geil. 3 Schuss ist viel, 3 Schuss ist viel. Vor allem bei Säuregranaten. Alter, die sind saugut, die Granaten. Die sind richtig gut, die Granaten. Die sind der Hammer. Jetzt haben wir halt 2 Schlüssel dabei, das gefällt mir nicht. Ich will aber die Holzbretter dabei haben, das ist das Problem. Aber ich kann es mir fast nicht leisten, wegen am Platz. Okay, kann man hier noch irgendwas Interessantes mitnehmen? Nö. Wir haben auf jeden Fall genügend Heilung, würde ich jetzt mal meinen.
Dann ein kleines Speicherintermezzo. Alter, wir haben echt viel geschafft. Wir haben mega viel geschafft. Und dann würde ich mal sagen, meine Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal hier an Ort und Stelle wieder. Wenn wir das Polizeipräsidium wieder ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und dann müssen wir mal schauen, wofür brauchen wir jetzt die Schlüssel. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir runter können und dass wir da dann ein paar die Schlüssel brauchen. Da zum Beispiel hier drüben brauchen wir dann den Karo-Schlüssel. Da wird dann wahrscheinlich wieder so ein Knopf drin sein. Nehme ich jetzt mal an. Da ist der Safe. Im Uhrenturm komme ich gerade sowieso nicht weiter. Ah, in den Aktenraum komme ich damit rein. Okay. Gut, ich muss es sowieso hier nochmal hin. Also kann ich den da gleich mit absuchen. Das ist okay. Und hier liegt auch noch was. Okay, gut. Kriegen wir alles hin? Dann würde ich mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns dann einfach hier an Ort und Stelle wieder. Also gut, meine Freunde, das war dem Let's Play Resident Evil 2 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis, ist das ein Bild von Adolf Hitler? Alter, das sah jetzt aus wie ein Bild von Hitler. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.